Am Morgen früh um 6 Uhr kommen die Zebra im Basler Zoo aus dem Stall. Ihr Tag fährt früh an, weil in Afrika wird es schon sehr früh hell. Man will jetzt eigentlich rumrennen und Beine vertrampen, aber jetzt steht doch da um die Zeit schon Serik, wo das alles filmen wollen. Also, das geht mir jetzt ganz vorsichtig an. Vor Rennen wie sonst amigs keine Spur. Besser, man wartet einmal ab, bis alle draussen sind. Und dann wird man schon etwas mutiger. Es gibt jetzt nämlich zum Morgen. Aber wieder Freiheit, die Sicherheit kommt zuerst. Vorsicht war noch immer gut. Hinten gehört man zum Morgen kommen. Und doch muss man auch nach vorne zu uns hören. So ein schönes Ohrenspiel von dem Jungen. Und dann hat man endlich ein Büffel kennen. Heute Ahornäste mit Blättern. Zebra erkennen sich untereinander an den Streifen. Die Zeichnung am Kopf hat die gleich grosse Bedeutung wie bei uns Menschen zum Beispiel ein Fingerabdruck. Übrigens, Zebra ist nicht gleich Zebra. In Afrika gibt es zwei Arten von Bergzebra. Fünf Arten Steppenzebra und das ganz seltene Grevizebra. Wir sind hier bei den Grandzebra. So um die 7:30 wird Heu gebracht und man wird langsam schon etwas mutiger. Und dann kommt Bewegung in die Wege. Die Familie Strauss stellt sich mit einem Tanz vor, den sie nur am Morgen früh so machen. Die Straussen leben mit den Zebra zusammen in Gemeinschaftsherden. Die Straussen sehen besonders gut, wenn ein Find lauert. Und Zebra schmecken nicht zuerst. Sie fressen Gras, Heu und Blätter. Als Jung hat man nur ein braunliches Fell, aber schon die ganz eigene Zeichnung in den Streifen. Übrigens auch dabei. Und sie haben einen graziösen Gang, wie Balletttänzer bei der Probe. Was man von den anderen Mitbewohnern dieser Wege nicht gerade sagen kann. Die Flusspferde watschen in ihrer Abteilung ins Wasser. Auch sie leben im gleichen Gebiet in Afrika. So ein paar lange Zeuge Wasser dann schon noch gut. Obwohl man schon vom ersten Tag an Grashalme frisst, braucht man doch noch 7 Monate lang an die Milch der Mutter. Die Zebra sehen weit herum, aber nicht sehr scharf. Man weiss heute sicher, dass die Zebrastreifen CC-Fliegen, die gefährliche Krankheiten übertragen können, abschrecken. Aber ob sie als Tarnung helfen, wenn die Luft in der Hitze schimmert, wie hier im Wasser, ist man heute noch nicht ganz sicher. Vorne im Wasser tauchen schnell die Flusspferde auf und zeigen, was sie von uns halten. Und sind schon wieder auf den Tag gegangen. So gegen den späten Nachmittag läuft nicht mehr so viel. Man zeigt auch, dass man etwas genug hat. Man läuft noch etwas herum, schnäuket per Excuse noch etwas Heu, trocknet den Speck während dem Mampfen, nimmt nur einen letzten Schluck oder zwei. Und dann ist Feierabend. Es wird in Afrika ja schon früh dunkel und man will unteren.